Oh, Engelsfeder. Die lasse ich aber nicht liegen. Circa 3 Stunden. Ja, das haut bei uns ja dann auch ungefähr hin. Wenn man mal zusammenrechnet, ja, eineinhalb sind wir dran. 3 Stunden. So, machen wir jetzt mal schnell IC. So zwischendurch. Ja, ich hab nämlich auch so im Gefühl, dass es damals noch länger gedauert hatte. Da hat man so gefühlt 3 Tage da dran gehangen. So, Dämonen haben Wasserraid, steht hier im Chat. Also im Spiel. Falls es wen interessiert, falls hier irgendwie ein Dämi dabei ist. Ja, klar, mit Main-Charakter. Da wechselt man hin und her, dass man immer wieder die Mobs da hat. Das ist klar. Jo, Prösterchen. Aus der Heimat. Ja, wir trinken nämlich keinen Alkohol. Also wir haben mal Alkohol getrunken, aber wir trinken keinen mehr. Ja, seit Jahren schon. Seit Jahren kein Tropfen. Tropfen. Kein Tropfen. Tropfen. Oh, wir haben hier so einen popeligen Ruf, ey, guck mal. Wir sind auch Dämis. Ja. Dämonen sind die Besten. Yay! So. Ich habe auch schon vor gefühlt einer Stunde gesagt, dass ich mal pissen muss, ne? Pipinieren. Oh, Bersi habe ich auch schon gespielt. Und Krieger plus 15. Und Kampfmensch plus 14. Aber leider habe ich alles wieder verschenkt und verkauft. Nutte. Oh, Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Tut mir leid. Was, weil ich wieder am Staubsaugen bin hier. Nee, du doch nicht. Aber alle anderen. Ich bin auch am Staubsaugen. Ich wollte gerne mal so einen geilen Angriffstrank haben, aber irgendwie. Oh nee, Biester, pfui. Sterbe ich doch gleich wieder. Warum? Warum? Hä? Magst du die Biester etwa nicht? Nee, nicht so wirklich. Warum denn nicht? Sind irgendwie ein bisschen bäh. Ich sterbe auch! Hilfe! Blackout! Hau doch schon drauf. Ding, ding. Hey Baby. Nosrat? Bah. Naja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Taler geladen Ach, das war diese komische Kiste, na, wo für dieses die UFO. genau, wo das UFO drin war. Dieses Bündel wollte ich unbedingt haben. Und dann hatte ich noch ein paar Taler über. Und dann bin ich an Nosrat gegangen. Im ersten Dreh habe ich 2000 Nostaler gewonnen. Beim zweiten Dreh habe ich 2000 Nostaler gewonnen. Beim dritten Dreh habe ich Önixflügel bekommen. Önix?
Onyx Onyx, oder? Onyx. Onyx, Onyx, ja. Onyx. Habe ich Onyx-Flügel bekommen. Daher, ich kann da nicht sagen, dass es Abzocke war. Vielleicht, also ich finde es Abzocke. Ich habe bis jetzt noch nie irgendwas Brauchbares gekriegt, da bin ich vielleicht, ganz ehrlich. Vielleicht hatte ich wirklich Luck. Ich habe sonst nicht geladen. Ich habe sonst noch nie geladen. Ich habe aber auch dann die ganzen Taler noch in den, im Nosrad verballert, die ich gewonnen hatte. Muss ich dazu sagen. Mein Inventar ist voll. Also da hatte ich wirklich Glück gehabt. Ich habe auch schon andere Geschichten gehört dafür. Dass da halt nur Schrott rausbekam. Also ich habe bis jetzt auch nur Schrott bekommen, ohne Witz. Ich kenne da Leute, die da keine Ahnung wie viel 100 Euro reingesteckt haben. So. Und im Endeffekt nichts hatten, die sich dann besser normal in der Mall Zeugs gekauft hätten und das verkauft. Da hätten sie definitiv mehr rausgehabt. Oh. 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 Ja, na, so schnell komme ich nicht zu dir. Oh. Oh. Nicht sterben. Nö, nö. Hier, dein ganzes Zeug. Brauche ich nicht. Ich vergesse immer, dass ich hier keine Resis habe. Hm. Man ist das gewohnt. Das Problem ist, wir können uns ja noch nicht mal die... Ja, genau. Oder Taler verkaufen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Aber wie gesagt, ich kann vom Nosrad nur positiv berichten. Ich habe einmal am Nosrad gespielt. Und ich hatte halt wirklich Glück. Ich hatte ja zwischendrin, hatte ich glaube ich sogar noch zweimal diese Onyx-Flügel gezogen. Also ich hatte auf jeden Fall nachher... Und wenn du sie jetzt verkaufst, die Onyx, dann kriegst du die bei uns auf dem Server 180 KK. Ja, wenn man das gewusst hätte, die zu der Zeit waren die 70 KK wert. So, wenn man die natürlich alle, wenn man die behalten hätte und heute verkauft hätte, dann würdest du 180 KK für die Flügel kriegen. Ja. Das stimmt. Aber das weiß man ja nie. Komm. Oh, das sieht tut richtig gut, ey, aus der Höhle einfach mal raus zu sein. Wenn es auch nur für die C ist. Bersi habe ich übelst gerne gespielt. Bersi? Bersi und Krieger. Bersi spiele ich eigentlich auch gerne, ja. Ich habe irgendeinen Spieler angeklickt. Ja, genau. Ich wollte Wasser lassen. Mist. Hätte ich besser mal ausgenutzt in den ersten IC-Runden hier. Ja, nach dem IC. Dann gehe ich Wasser lassen. Ja, die wollen bloß mit mir alleine sein. Ja? Ja. Dann gehe ich wohl doch nicht. Das war ein Spaß. Ich weiß doch, dass es nur Spaß war. Alles gut. Oh, ich bin so müde. Müde? Wie kann das denn sein? Ich habe heute nicht bis 12 Uhr geschlafen, Baby. Bis 12? Ja, du hast bis 12 geschlafen. Ja, genau. Ich war um Mitternacht wieder wach. Er ist aufgestanden, da habe ich Mittag gemacht. Das stimmt.
Und dann habe ich Holz geschnitten. Ganz viel. Und dann waren wir noch einkaufen. Und dann waren wir noch einkaufen. Und dann habe ich mein Paket ausgepackt. Zocke nebenbei auch. Entspannt sich das nebenbei anzuhören, anzugucken. Grüße gehen raus. Yo, ja, danke schön. Grüße zurück, definitiv. Ja, Inventar es ist. Inventar ist voll. Ja, meins auch. Shit. Inventar ist voll. Wie heißen die Flügel da? Welche, die ich habe? Die du da hast. Das sind die. Das sind die. Nicht die Titan, das sind die. Komm nicht drauf. Ach, die sieht man ja kann, wieder. Ja, siehst du so nicht. Das sind die Megatitanflügel. Megatitan, heißen die so? Ja, die heißen Megatitan. Megatitanflügel. Der Gayländer haut auf mich. Ich habe das anfangs immer falsch gelesen. The Gay? Ja, habe ich immer Gayländer gelesen. Wo haut denn der auf dich? Keine Ahnung, irgendwas haut auf mich. Ich wusste jetzt auch nicht, wie sie heißen. Titanflügel wusste ich noch. Mega-Titanflügel sind das. So. Denn die CD haben wir auf jeden Fall gleich. Auch noch nicht viele gemacht hier mit dem Charakter. Nee. Ich weiß nicht, ich bin ja dann irgendwie immer rausgeflogen gleich in der ersten Runde, ja, weil ich einfach zu low war. Genau. Das war immer in der zweiten Runde, wo diese komischen Kartoffeln da waren. Nee, das war schon die ersten Runde. Ich bin immer gleich in der ersten Runde rausgeflogen. War das in der ersten schon? Ich, ja. ich hab gedacht, das war in der zweiten. Hier ist schon wieder so ein Affe. Yay, ein Flint direkt. Oh, oh. Fängt gut an. Weiter geht's. Nur noch 11 Stück. Yay. Wie gesagt, ich glaube, dann dürfen wir direkt Stroh sammeln. Also ich kann dir eins sagen, dass ich heute definitiv nicht die ganze Zeit hier weiter verbringen werde. Also ich denke, ich werde das Flint noch mit dir durchbauen. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Ja. Und dann werde ich in mein Bett gehen. Und werde schlafen. Hast du zufälligerweise Haustierfutter? Ne. Da muss ich mich gleich mal meinen Mini hocken. Welches Job hat denn dein Kampfkünstler? Und welches Plus? Der Seite lang gehen, bei mir auf der Seite. Ja, dann auf jeden Fall gutes Gelingen noch in der letzten Stunde. Hast aber auch dann heute genug geruppt da. Levelst du eigentlich alleine in Akt 6? Oder hast du da wenigstens wen dabei? Das ist nicht ganz so
langweilig ist. Ja, die meisten machen das aber auch alleine. Ja, ich weiß, dafür frage ich, ja. Wobei, wenn ich Akt 6 war, dann habe ich es auch meistens allein gemacht. Ich hab 60 plus 7. Okay. Ganz alleine. Boah. Und dann so viel Stunden. Puh, das wäre mir zu langweilig. Oder ich müsste zumindest auf dem Teamspeak oder irgendwas sein, damit man irgendwen mal auf dem Ohr hat, den man wenigstens noch labern kann und so. Aber sonst, das würde ich mir wahrscheinlich nicht antun. Oh, mein Bushi, Level up. Level 48 erst. Brauche ich mal ein bisschen spezielles Haustierfutter. Du bist müde. Ah, ich bin auch müde. Der bis Mittag geschlafen hat, ey. Ich darf das. Ah, ich muss mal ganz kurz in meinen Mini gehen und muss mal hier mein Pet mal ein bisschen. Ja, ja, mach. Mach du. Alles gut. Ja, ich sag ja, ich kenne das da auch vom Normallevel. Ich habe mich von 92 auf 96 habe ich mich gelevelt. Ganz alleine bin ich da Ostfahrt rumgelaufen. Auch stundenlang. Da. Das war auch die Zeit. Ich glaube, das war wo ich auch einen Arbeitsunfall hatte. So, da habe ich eh hier zu Hause gehangen, krank. So, da bist du da 10 Stunden, 11, 12. Und hast du gedacht, oh komm, eine Stunde geht noch, die paar Prozent kannst du noch machen. Und danach, wo ich fertig war, habe ich mir auch geschworen, leckt mich, nie wieder Level. Ja. Jetzt hängt man trotzdem zwischendurch da und ist am Level. Mhm. Und wenn es hier halt nur mit dem Low ist. Aber ich hatte das Level 96 auch schnell gehabt da. Aber das habe ich auch ganz alleine gemacht. Da waren immer welche, die dann zugesagt hatten, ja, ich komme mit, ich will auch leveln. So, und wenn es dann aber drüber herging, dann... Jo. Dann hatten sie keinen Bock oder keine Zeit. So, und das war mir dann irgendwann, war mir das doch zu blöd. Oh, hi! Oh, hallo. Hast du Buffs? Nee. Nee. Leider nicht. Ja, das sowieso. Das sowieso, wenn du das Equipment drin hast. Ich bin jetzt nur bei Heldenlevel 6. Aber wir würden das, denke ich, sicherlich auch mal irgendwie machen, aber... Es ist einfach, die Zeit ist nicht gut. Ja, da muss man wirklich gut Zeit haben. Dann gebe ich mich auch da dran nochmal, aber... Oh, würdest du mir mal einen Gefallen tun, könnten wir mal vielleicht einen Channel wechseln? Warum? Ich komme mal zu dir, weil hier ist jemand und der tut die ganze Zeit hier alles wegmachen. Channel wechseln? Ja.
Also ich würde jetzt nur noch die zwei hier mitnehmen. War kein Flint dabei und dass ich vielleicht mal zu dir komme, dass wir mal einen Channel wechseln. Dass du vielleicht mal ungefähr dazu stehen bleibst jetzt, damit wir uns dann wieder in Gruppe jetzt holen können. Also ich würde mal in Channel 7 einfach gehen. Da würdest du auch wieder neue Buffs kriegen. Mhm. Also Channel 7. Ja, bitte. Dann guck mal bitte, ob da auch wirklich frei ist. Das ist irgendwie doof, was ich jetzt hier gemacht habe. Es wäre schön, wenn du kommen würdest. Ja. Serverauswahl. Ich bin im Kampfmodus, ich kann mich nicht ausloggen. Hä? Seit wann ist das denn? Ja gut, dann bin ich gleich tot. Okay, ich bin unterwegs.